Weil du bist doch gerne immer beim Ich Mythenbashing dabei. bin Mythen-Bongo, habe ich letztes Mal gesagt. Mythen-Bingo. Genau, was Genau. fällt dir ein? Schuldenbremse, was sind das für so Also gängige eine, Mythen? der mir jetzt sofort das Erste, was mir einfällt, ist die schwäbische Hausfrau, die berühmte. Also, dass immer gesagt wird, ja, der Staat, der kann ja nicht so viel Geld ausgeben. Das ist doch auch, wie die schwäbische Hausfrau das macht. Die muss ja auch haushalten mit ihrem wenigen Geld. Und insofern ist es unmittelbar einleuchtend, dass auch der Staat wie die schwäbische Hausfrau das tun muss. Das ist jetzt einer der Mythen, die mir sofort einfallen, oder? Stimmt, ja, das kommt total häufig, ne? Dass man nicht über seine Verhältnisse leben Richtig. darf und so. Kann man nur kurz drauf sagen, ein Privathaushalt funktioniert halt nicht wie ein Staatshaushalt, ne? Also ein Beispiel, keine Ahnung, ich will mir eine neue Küche kaufen, nehme Kredit dafür auf und kaufe mir dann diese neue Küche und die steht dann bei mir rum und ich freue mich und koche leckere Sachen da drin. Aber ich muss den Kredit zurückzahlen plus Zinsen. Das heißt, ich habe zwar Freude an meiner Küche, aber ich werde auch ärmer, ne? Also, weil ich eben diese Zinsen abtragen muss. Und beim Staat ist es so, er nimmt Schulden auf und investiert, aber er investiert ja im besten Fall eben in wachsende Wirtschaft, ne? Also auch in mehr Wohlstand, in eine Gesellschaft, die auch für nachfolgende Generationen besser im besten Fall funktioniert, also gerade auch mit Blick auf Klimafolgen und so weiter. Wie das dann alles sich in der Realität darstellt, in was investiert wird, klar, das ist dann immer die große Frage. Aber er schafft natürlich, er nimmt sozusagen Geld in die Hand, um mehr Wertschöpfung zu schaffen, die da am Ende steht.